Xenonauten, herzlich willkommen zurück hier bei Xenonauts. Yes, yo. So, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir den da heilen können. Olle Gomez. Den hat es nämlich ganz schön erwischt. Problem scheint zu sein, dass hier um eine Ecke einer steht. Und da ist auch noch einer. Hoffen, dass das noch gut geht. Okay. Okay, 30 Zeileinheiten. Er schießt, kann er ruhig machen, interessiert mich nicht. Knüppeln. Okay, der blutet. Nein! Er flieht! Nein, er flieht! Tja. Wenn man sich so bescheuert anstellt wie der, Alter, dann bist du selber schuld. Und er hat natürlich nicht den Knüppel fallen lassen. Oh, ey, kotzt mich das an jetzt. Es ist offiziell, unsere Leute sind Vollidioten. Das ist interessant, Alter. Hier scheint noch irgendwie ein Alien drin zu sein. Alvaro Gomez konnte wiederbelebt werden. Er hat den Tod ein Schnäppchen geschlagen, Alter. Damit ist er der Zweite, der das geschafft hat. Der gute Troy Abbott hatte das ja auch. Interessant auch Troy Abbott. Der ist ja schon eine ganze Weile Major und bekommt trotzdem noch Time Units. Nice. Zwei Soldaten bekommen. Und wir brauchen noch ein paar Wolf Battle Armors. Machen wir ruhig mal 5.
Dauert hier noch 6 Tage. Dort 4 Tage machen wir das erstmal. Wichtig, dass unsere Leute geschützt sind. Ah, so ein Scheiß. So ein Scheiß. Nordafrika. Seltsam. Das ist Alien Battle Rifle. Müssen wir mal gucken, ob wir da eine neue Waffe dann herstellen können. Das ist eine gute Frage. Sieht man hier zumindest nicht. Also Troy Abbott, das kann raus. Und dann schauen wir mal, dass wir Soldier Weapons. Plasma Caster. Scatter Laser. Ich glaube, das ist das hier. Keine Ahnung. So. Da geht's wieder los mit den UFOs. Holy shit, Alter, wie viele das immer auch gleich sind, ne? Die können nicht mal einen Tag chillen oder so. Das finde ich das Krasse, dass die halt alle zusammen angreifen immer. Da müssen wir mal gucken, dass wir wirklich den Marauder schnell bauen. Refueling, aber das passt. Der ist ja direkt über der Basis. Ja, ich überlege. Ich würde jetzt gerne erst warten, bis die richtige Rüstung da ist. Die bessere Ausrüstung. Also bevor wir jetzt hier irgendwelche gelandeten UFOs angreifen. Ich glaube, der Pferd fliegt in Richtung Afrika. Ja, richtig gepokert. Blöder Pisser, Alter. Dum dum. Dum 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 dum. So sieht 100%ige Windchance übrigens aus, wenn du das steuerst. Hätten wir es nicht gesteuert, wäre das viel besser ausgegangen. Oh, und da haben wir die Wolf Battle Armor fertiggestellt. Wir nehmen so viel Munition mit, wie es nur geht.
Zur Not können wir immer noch welche abwerfen. Beziehungsweise, Moment. Gucken, dass wir jetzt für jeden, wenn es geht, so ein Baton bei haben. Wiegt halt genauso viel wie eine Munition. Ah, das sind die Privates, Alter. Er hat halt kaum Kraft, ne? Aber gute Reflexe und gute Genauigkeit. Ich hoffe, dass der nicht direkt stirbt. Mac Weaponry. Keine Ahnung, wofür was. Das ist, vielleicht bekommen wir tatsächlich noch irgendwie so eine wie Gauss-Gewehre oder sowas. Ne, wenn es mit Magnetismus, Quantenbeschleunigung, Holy smoly. Cool, da können wir aus dem Outback einen hinschicken. Geht das hier aus? Das geht nur aus Afrika. Das war so klar. Haben sie uns abgefangen? Alles bisschen schwierig gerade. So. Können wir die jetzt mittlerweile? Können wir nicht. Nee, flieg mal zu mir rüber. Ich... Ah, fuck. Was ist das? Das ist zum Kotzen. Zum Kotzen. Schieß ja alles entgegen, was ich hab, du Arsch. Wird echt Zeit, dass wir so Marode haben.
haben sie militärische Flugzeuge total viele abgeschossen. Alter, ich hab recht. Also wir haben unsere Plasmatechnologie so weit improvisiert, nicht improvisiert, verbessert, dass sie quasi an den Alien-Waffen komplett vorbeigezogen ist. So, bevor wir dann Heavy machen, will ich erstmal das hier erforschen. Soldier Weapons. Plasma Caster brauchen wir nicht. Weg damit. Marauder bleibt noch drin. Rifle Precision. Okay, Pistols. 3. Karabiner brauchen wir 5. Rifles brauchen wir 10. Precision brauchen wir auch 3, sag ich mal. Alter, wie lange? 29 Tage. Ich meine, gut, sind 10 Stück, die wir herstellen, aber wow, holy fuck. Mission Base Attack. Da haben wir einen riesen Protzen, Alter. Holy fuck. Was ist das denn bitte? Habt ihr das gesehen? Da hatten wir 0% Siegchance. Strike Cruiser. Und die, die wir nach unten losgeschickt haben, die kann das Teil natürlich nicht erreichen, weil der. Wisst ihr Bescheid? Hier ist so ein Carrier von den Aliens, also so ein Landungsschiff quasi, also das, was wir immer nutzen, wenn wir mit unseren Soldaten losfliegen. Ich hasse das immer, wenn man irgendwo hinfliegt und es dann nicht schafft, da anzukommen. Alien Terror Attack. Alter, wie sie immer hinfliegen und dann nicht mehr dahin kommen. Ich kotze so ab. So, keine Sorge, es ging mir jetzt nicht um Tag- oder Nacht-Mission. Es ging mir darum, dass ich sehen wollte, ob der Bomber den noch wegkriegt da oben. Aber nein, kriegt er nicht hin, weil er bescheuert ist. Alien Leader Presence.
Okay, hier unten ist Ende. Komm, ey. Er ist ein Private. Gut, habe ich nicht drauf geachtet. Da hätte ich das vorher gesehen, da wäre die Enttäuschung, glaube ich, gar nicht so groß gewesen jetzt. Wir müssen nur gucken, dass wir vielleicht schaffen, den Leader zu erwischen. Das wäre halt schon echt richtig schön Schmacko. Da steht Militär. Wir dürfen nicht vergessen, das ist eine Nachtmission hier. Wir haben ziemlich eingeschränkte Sicht hier. Ich nenne es auch gern die Trump-Sicht. Der hat nämlich auch eine ziemlich eingeschränkte Sicht. Holy shit, Alter. Jetzt überleg grad, wie von denen denn die Leader aussahen. So, irgendwo von hier kam so ein komischer Schuss. Er kam sogar hier aus dem Haus, wenn ich das richtig sehe.
Holy Macaroni. Er wurde erschossen aus dem Haus. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, ne? Mit jeder Mission, die wir hier spielen, wenn zu viele Leute sterben, haben wir eine Truppe aus Privates und dann haben wir keine Chance mehr. Ne? Das ist die Befürchtung, die halt immer mitspielt hier. Interessant fand, dass jetzt hier einer reingerannt kam, ne? Geil, hat er gegen den Bus geworfen. Wow! Alter Schwede.
fucking hell, Alter. Leute, wie es hier weitergeht, ob wir das Ganze überleben werden, Alter. Ob das schon die größte Stufe der Drohnen ist, die es gibt. Und vieles mehr, das seht ihr in der nächsten Folge von Xenonauts. Bis dahin, meine Freunde. Macht's gut. Yes, yes, ja.